Hallo, ich bin dann ja jetzt wieder da. Das hattet ihr vielleicht schon bemerkt. Ich habe ja schon zwei Videos gedreht. Jetzt wollte ich meinen kleinen Urlaubs-Einkaufs-Eskalations... Verdammt, mir fehlt das Verb. Also meine Einkaufseskalation wollte ich mit euch teilen. Und einen davon ist auf jeden Fall dieser Hut. Den habe ich mir gekauft bei Strauß. Strauß? Gibt es da noch Strauß? Innovation oder so? Keine Ahnung. Jedenfalls, der hat 5 Euro gekostet mit noch 20% Rabatt auf schon reduzierte Artikel, glaube ich. Und ja, mal eben gucken, was der Zoom hier macht. Nix, hoffentlich. Der musste mit, weil ich irgendwie keinen Hut und keine Käppi hatte und es war so warm. Und ja, da habe ich schon den Hut hier bekommen. Fand ich auch ganz gut. Und im gleichen Laden habe ich dann noch, auch finde ich super Schnapper, achso, ich bin auch nicht nackig, ich habe ein Bandeau-Kleid an. Folgende Überleitung. Habe ich dann bei Strauß noch dieses Bandeau-Kleid hier gekauft, was mir eigentlich viel zu lang ist. Weil hier unten ist noch so ein Stöffchen dran. Also das Muster hier finde ich eigentlich ganz süß und ich überlege fast, ob ich es zum Schneider bringe und hier dieses untere Muster abschneide, weil das finde ich nur mäßig hübsch. Auch okay, zusammen sieht es auch ganz gut aus, aber ich bin ja so kurz und dann sind irgendwie 2 Meter Kleid einfach viel zu lang. Ja, ist auch ein Bandeau-Kleid, hat aber noch die Möglichkeit, Träger dran zu machen, was ich eigentlich nicht mache, weil ich das total doof finde. Und hat 9 Euro gekostet, auch minus 20%. So. Ich habe jetzt so ein paar Sachen, die man sonst normalerweise wahrscheinlich nicht unbedingt in die Kamera hält. Ich werde es jetzt aber trotzdem tun. Ich habe nämlich eine Entdeckung gemacht. Möchte dazu sagen, dieses Bier gibt es natürlich auch alkoholfrei und es schmeckt auch alkoholfrei sehr, 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 sehr gut. Aber ja, es schmeckt auch mit Alkohol gut. Und zwar habe ich das bei meiner besten Freundin da probieren dürfen. Lübzer Pilz. Und echt lecker. Also ich war sehr, sehr... sehr begeistert. Ich trinke halt gerne Bier. Was sollst du machen? Aber wie gesagt, die alkoholfreie Variante schmeckt auch sehr gut. Sehr malzig. Und dann waren wir in Dresden auf dem Elbe-Flohmarkt. Und meine Mama ist eine Kaffeeliebhaberin, Kaffee-Junkie. Und ich kenne Kaffee trinken schon seit immer. Seit ich klein war. Aber ich konnte mich irgendwie nie so richtig dafür begeistern. Ich habe dann irgendwann mit Schoko-Cappuccino von Krüger angefangen. Wie ihr wisst, ganz schlimme Sucht. Und irgendwann dachte ich, eigentlich kannst du diese scheiß Plörre nicht immer in dich reinkippen und eigentlich vertragen tust du es auch nicht. Musst du dir was anderes überlegen. Dann habe ich irgendwann angefangen von Jakobs Kaffee, so fertig Krümmelkaffee, Instant-Kaffee zu kaufen, der laut Werbung ja schmecken soll wie richtiger Kaffee. Alle Kaffeetrinker werden mir jetzt wahrscheinlich innerlich in die Fresse treten wollen. Sorry. Habe dann damit angefangen und den immer mit ein bisschen Kaba, also mit Kakao gemischt und ein bisschen Milch. Und das mag ich auch sehr gerne so. Und jetzt hatte meine Mama mir immer vorgestellt, boah, wenn du mal richtig lecker Kaffee trinken willst, als Kaffeetrinker, solltest du dir einen Porzellanfilter zulegen und dann so frisch aufbrühen. Das schmeckt am allerbesten. Ich sag, okay. Ja, und das hat sie dann immer wieder mal fallen lassen und ich dachte, irgendwie musst du auch mal tatsächlich anfangen, vernünftig Kaffee zu trinken, so geht es ja nicht. Und habe mich erst in Holland auf Flohmärkten umgeguckt und so und da kosten diese Porzellanfilter wie selbst, also das ist jetzt ein ganz alter, ja. Und die auf Flohmärkten und Co. gibt es natürlich auch dort viele alte Filter, aber die kosten nämlich ein Schweinegeld. Da kriegst du neu auch einen für 20 Euro und die gebrauchten von vor, hast du nicht gesehen, wie vielen Jahrzehnten, auch. So, und jetzt waren wir, wie gesagt, am Elbe-Flohmarkt und da sprang mich dieser Milliliter Kaffeefilter an. Und, also da kommt natürlich dann noch eine Tüte rein, logisch, ne? Und der hat 4 Euro gekostet und dann konnte ich doch nicht dran vorbeigehen. Und Mama hat natürlich auch geschwärmt von eben dem Kaffee aus unserem mehr oder minder Geburtsort, nämlich Pirna. Und da gibt es eine Pirna-Mischung.
Und allein der Duft in diesem Kaffeeladen ist der absolute Oberknaller. Und ich habe mir eine kleine Packung Kaffee mitgenommen, weil ich dachte, wenn es dir dann doch nicht schmeckt, dann nimmst du nicht einen ganzen Kilobeutel mit. Und so habe ich jetzt, glaube ich, sind das 125 oder 250? Ich weiß es nicht. Die kleinste Packung auf jeden Fall mitgenommen, gemahlen. Und habe heute auch schon zwei davon getrunken. Ich bin echt schwer begeistert. Also richtig, 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 richtig lecker. Aus mir wird dann vielleicht doch noch eine vernünftige Kaffeetante. Und in Absprache mit meinem Freund durfte ich mir auch eine Tasse kaufen. Und zwar habe ich mir die Starbucks Dresden Tasse gekauft. Ja. Es hätte wahrscheinlich auch noch ganz viele andere Läden gegeben, wo ich eine Original-Dresden-Tasse bekommen hätte, aber ja, jedenfalls in Absprache mit meinem Freund. Warum? Weil ich ja ein Tassen-Junkie bin. Ich muss immer schöne Tassen kaufen und unser Schrank platzt aus allen Nähten. Ich gesagt, wenn du 5 Tassen aussortierst, darfst du dir eine neue kaufen. Ich habe ihn auf 3 runtergehandelt und habe dann jetzt tatsächlich auch ein paar Tassen aussortiert. Aber die dürfen wir nicht wegtun, die dürfen nur irgendwie in den Keller oder so. Ja. So, dann waren wir unter anderem im DDR-Museum in Radeberg. Radebeul. Ach, ich kann es aber nicht auseinanderhalten. Radebeul. Radebeul, steht ja auch drauf. Es gibt auch ein DDR-Museum in Pirna, da waren wir aber schon ein paar Mal. Und das ist jetzt ein neuereres. Das ist, glaube ich, weiß ich gar nicht, wie lange es das schon gibt. Aber das sind auf jeden Fall die Eintrittskarten, total geil. Zeitreise heißt dieses Museum. Und ja, das war sehr, sehr cool, über 4 Etagen. Und da habe ich dann mitgenommen, so als Erinnerung an alte Zeiten, ein Honigbärchen. Ja, Honigbärchen gab es bei uns irgendwie, weiß ich auch nicht, ganz häufig, glaube ich. Zumindest, also es ist eigentlich ist es tschechisch. Und ja, ich habe den gesehen und dachte, oh, guck mal, den kennst du doch. Den musste ich auf jeden Fall mitnehmen. Und dann habe ich noch ein, ja, was ist das? Pass auf. Ein Aufroller mitgenommen. Und zwar ist der Sinn der Sache, man kann das nämlich in die Tuben schieben. Also die ist jetzt ein bisschen zu groß, also eigentlich Zahnpasta. Und durch diese Geschichte kannst du das dann, also wenn es dann passt, bei Zahnpasta funktioniert es, ich habe schon ausprobiert, dann so drehen und dann wird die Tube komplett leer. Und das hat irgendwie 50 Cent gekostet, das musste auf jeden Fall mit. Hat sich auch schon bewährt. Und dann habe ich eine sächsische Karte mitgenommen. Für alle, die das nicht lesen können, da steht, oh nee, schwer Blade. Also das nee, musst du dir wegdenken, weil es steht da nicht drauf. Orschwerblade. So. Und ein Magnetsklatschglei. Wunderbar. Und dann war ich noch. Oh, eine Sache. Ach, verdammt. Wir waren auf der Bastei. Und das ja, ist halt Teil des Elbsandsteingebirges. Und das ist so quasi eine Brücke, die eben in diesem Elbsandsteingebirge da eingebaut worden ist, weil das mal ein Stück Festung war oder Burg oder was weiß ich. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es schweinehoch und ich habe eine riesige Höhenangst. Ich bin da mit zittrigen Beinen überall drüber gelaufen und es ist wirklich, 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 wirklich wunderschön. Und das Wetter war auch toll, aber oh, das war echt, also da war ich echt ein bisschen mutig. Weil ich echt, ich hab echt gedacht, ich scheiße mir in die Hosen, ehrlich. Ohne Witz. Es war schrecklich für mich, da hochzurennen. Beziehungsweise da oben rumzurennen, hochzurennen. Hochgerannt sind wir ja nicht. Und dann habe ich mir noch an einem, so einem Münzdrehautomaten eine kleine Münze gemacht, auf der eben draufsteht Bastei. Und das ist jetzt mein persönlicher Heldenorden, dass ich da hochgelaufen bin. Jedenfalls habe ich mir den Magneten dann auch noch mitgenommen. Als Erinnerung. Dann noch mehrere, zwei Karten, weitere Karten. Einmal fertig. Und wes Schnee, hab Schnee, glob Schnee. Ja, das ist halt einfach alte Heimat. Sowas muss da mit. Und ich werde nochmal meine Collagen hier mit meinen
süßen Babys und so ein bisschen umsortieren müssen, dass ich dann die Karten da noch hinpacken kann. Und hier ist noch ein DDR-Museums-Erinnerungskärtchen. Also es ist echt eine coole Sache. Würde ich auch jederzeit mir nochmal angucken. Auf dem Markt habe ich mir dann noch gekauft, ich weiß nicht, ich glaube, ihr kennt das hier gar nicht. Und zwar ist es Sahne aus der Tube. Ist auch tschechisch. Und ich weiß auch nicht, irgendwie, ich glaube, das nutzt man eigentlich als Kaffeesahne für in den Kaffee. Das habe ich aber nicht getan. Ich habe das als Kind schon immer leer gelutscht. Was so lecker ist. Ich glaube, das gibt es auch von, wie heißt der komische Bär? Bärenmarke. Gibt es, glaube ich, auch Sahne aus der Tube. Die habe ich noch nicht probiert, aber so lecker. So süß und so, oh, ich weiß auch nicht, total cool. Ja, das waren so meine, nee, gar nicht. Meine DDR-Schätze. Lustigerweise war in dem DDR-Museum auch Kosmetik und so ein Kram, der stand da rum. Und da waren auch alte Tuben und alte Döschen und so. Und da stand dann auch ganz oft Florina drauf. Ich finde das sehr großartig. Ja, weil ich ja Florina auch sehr gerne mag. Ich habe ein bisschen Dresdner Essenz-Eskalation erleben dürfen. Die ich hier nicht gefunden habe. Also die kennen wir ja jetzt ja mittlerweile. Die ist aus dem DM. Und die musste ich kaufen, weil ich 50 Cent fürs Klo brauchte. Und einen 50-Euro-Schein hatte. Deswegen musste das mit. Ja, dann hier einmal die Mandarine-Orange. Sehr frisch und sehr ja, lecker. Da freue ich mich schon drauf. Das habe ich im, ich glaube, Galeria Kaufhof. Habe ich den Zettel noch irgendwo? Ja, genau. Das habe ich in Leipzig gekauft. Galeria Kaufhof. Einmal, wie gesagt, die Mandarine, weil die habe ich hier noch nicht gefunden. Dann ein Entschlackungsbad mit Amethyst. Fand ich, sah auch sehr cool aus. Kann man aber jetzt nicht so wirklich viel riechen. Und, weil es das hier auch nicht gibt, ein Duschgel. Und zwar das Pfingstrose Jojoba. Und da habe ich ja schon das Duschbad und, nein, nicht das Duschbad, das Badezeugs und dieses Pflegeöl, was ich ja gewonnen habe. Und das riecht so gut. Ja, aber Dresdner Essenz hat auch einen Online-Shop. Ich könnte die Sachen auch einfach online bestellen. Ja. Und dann habe ich bei Müller in, war das auch in Leipzig? Ich weiß es nicht. Die Dr. Bronner Geschichten entdeckt. Und da habe ich einmal das Peppermint mitgenommen, was ich ja mal in der Glossybox hatte vor einer halben tausend Ewigkeit. Und das habe ich auch noch mal als Rose mitgenommen. Aber ich weiß jetzt gerade echt nicht, wo das ist. 3,50. Und kurz vor dem Urlaub habe ich festgestellt, dass mir die Garnier Sonnencreme im Gesicht leider nicht so viel mehr Gutes tut, wie sie es bisher tat. Der Mütti war's. Ja, also meine Sonnencreme von Garnier fürs Gesicht finde ich immer noch gut. Aber im Moment, wenn es so richtig schwitzig warm ist, weiß ich auch nicht, ist die läuft mir irgendwie ein bisschen in die Augen. Das kann ich überhaupt nicht gut ab. Und da habe ich mir in der Apotheke von La Roche-Posay das, ja, ich liebe diese nicht deutsche Beschreibung, da mattierende Gelcreme mit sehr hohem Schutz bei Sonnenallergie und empfindlicher Haut, extra wasserfest, ohne Duftstoffe, ohne Parabene und ja, extra fürs Gesicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Die finde ich auf jeden Fall ganz toll, die habe ich jeden Tag fast getragen und die ist wirklich schön matt und ja, also im Vergleich so als Sonnencreme für unten drunter, man merkt dann schon, wenn man sie so leicht angefangen hat einzucremen, dass sie so bisschen ja, mattiert, weil sie halt fest bleibt. Ist aber nicht ganz günstig. Ich glaube, im Internet kriegt man sie schon so für 12. Ich habe dafür in der Apotheke aber 18 bezahlt. Dann war ich im, was auch beim Kaufhof oder war es beim Karstadt? Ich kann die nicht auseinanderhalten. Jedenfalls gab es da ÖBI-Eilage und wie ihr schon an den Aufklebern da seht, waren sie reduziert. Und da habe ich dann in diesem reduziert Aufsteller mal ein bisschen hier stöbert und habe die Farben gefunden. Want to bite my neck. Das ist ein dunkles, cremiges Lila. Das habe ich da hier mal geswatcht und schön mit, ja, kommt jetzt gar nicht so rüber, aber es ist ein sehr schönes flaumiges Lila
Und die Mrs. O'Leary's Barbecue ist ein, ja, was ist es denn? Ein Weinrot, dunkles Weinrot, super schöne Farben. Und das ist hier auf dem Finger, hier swatched. So, also hier nochmal Lulla. Nee, nee. Und das Rot. Ja, und die waren auf 8,795 reduziert. Und da habe ich mir gedacht, für, bei Brands for Friends kostet er auch ungefähr so viel. Dann kannst du die beiden mitnehmen. Ja, dann habe ich im TK Maxx einen Spiegel gekauft. Einen kleinen, die so Nüppes haben. Ich habe den schon in schwarz. Aber da war ein so ein Saugnüppes weg. Und der ist da wegen, oh, hier ist ein Haar. Habe ich mir diesen Vergrößerungsspiegel nochmal gekauft. Dann bin ich vor dem Urlaub bei H&M in der Bikini-Abteilung ein bisschen eskaliert, muss ich zugeben. Irgendwie war es reduziert und ich wollte aber irgendwas so ein Bandeau-Bikini-Oberteil haben und habe das online gefunden, aber das hätte irgendwie 3 Wochen liefern und etc. gebraucht und das fand ich irgendwie völlig albern. Also bin ich dann in H&M und habe ihn dann vor Ort gefunden. In diesem geilen Neon, so ein Bandeau-Teil. Eigentlich auch mehr so für Balkon und so, aber ich fand die Farbe so cool. Und ja, und dann habe ich mir noch den hier mitgenommen. Den schwarzen Bandeau-Bikini. Ja, mit so einer Metallschnalle hinten. Genau. Und dann noch ein paar Höschen, die irgendwie auch quasi zu beiden passen. Einmal hier dieses mit den Hawaii-Blümkes drauf. Und die fand ich auch total cool. Und natürlich auch ein schwarzes. Weil macht ja schon Sinn, man zieht einen schwarzen Popes auch mal, ne? So. Und kann ich halt gut kombinieren. Ja, und dazu habe ich dann noch von Ernstings Family auch noch eine schwarze Buchs mitgenommen. Ich, wie gesagt, ich bin ein bisschen eskaliert und das hat zusammen vielleicht 35 € gekostet oder so. Ja. Und dann war ich noch bei Promot in Leipzig. Die hatten auch Sale und da habe ich 2 Oberteile mitgenommen. Das sind so schwarz, also Tops, eigentlich ganz normale Tops, die so einen leicht satinierten Randeinfassung haben. Und die sind am Popo ein bisschen länger, aber nur ein bisschen und rund ausgeschnitten. Und hier so ein Ding jetzt einmal in schwarz und einmal in blau. So schönen Royalblau. So, und diesen wunderschönen, ich bin sehr verliebt. Also die haben jeweils 10 € gekostet. Ja, die, die Tops, Entschuldigung, hier ein bisschen Sprachfindungsstörung. Und dann diesen unglaublich schönen Jumpsuit bzw. Overall. Der hat ein kurzes Bein, habt ihr auf meinem Instagram-Foto gesehen, aber da sieht der ein bisschen royalblau aus. Das ist eigentlich ein schönes dunkles Blau und der hat reduziert 30 € gekostet. Eigentlich jetzt nicht so viel reduziert, aber der passte so cool und ja, und da habe ich den noch mitgenommen. So. Ich glaube, das war's. Ist ja auch genug eigentlich, ne? Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt ein paar klitzekleine Einblicke in mein Ossi, in meine Ossi-Vergangenheit bekommen. Und ja, ich hoffe, ihr habt noch ein paar schöne Tage. Mein Urlaub ist jetzt eigentlich mit dem heutigen Freitag vorbei. Ab Montag muss ich wieder arbeiten. Und im Herbst habe ich aber dann noch eine Woche Ferien. Also nicht Ferienurlaub, ne? Nicht wirklich. So, der Mann ist zur Grillmeisterschaft nach Schweinfurt gefahren mit seinen Kumpels. Und ich habe jetzt Strohwitwen-Wochenende. Yay! Ich werde aber mit Sicherheit noch ein weiteres Video drehen. Und ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao!